Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Seit heute ist Titan Admurai da mit Terra-Typ Käfer. Und ich zeige euch, wie ihr den easy soloen könnt. Hier in diesem Fall erstmal mit Miraidon und Paraboladung. Ich blende euch mal den Attackenpool von Admurai ein. Der ist nämlich ganz, ganz anders, als ich es erst angenommen hatte. Ich hatte gedacht, er hätte Wasser- und Eisattacken im Speziellen und würde vielleicht einen Regentanz machen. Macht er aber nicht. Er macht am Anfang einmal Energiefokus, ab gelber Energie einmal Schwertanz und geht auf physischen Angriff. Und ich habe jetzt ein paar Pokémon ausprobiert. Miraidon scheint am einfachsten zu sein. Mit Paraboladung und Metronom, damit der Angriff wird. Und am Anfang einmal Metallsound. Allgemein, sein Schild ist sehr, sehr klein. Das werdet ihr gleich sehen, wenn er in den Schildbereich kommt. Miraidon ist hier auch Spezialangriff und KP. Trainiert mit einem mäßigen Besen und Terra-Typ Elektro, ist richtig. Er spammt eigentlich die ganze Zeit nur Feelender und danach Aquaschnitt. Er macht hier einmal Dampfwalze. Das ist gut bei Gyarados, das trifft ihn nicht. Hier trifft das sogar sehr effektiv. Er macht relativ viel Schaden am Anfang, das ist ein bisschen kritisch. Ihr könnt auch Koraidon nehmen, ihr müsst nicht unbedingt Miraidon nehmen, wenn ihr jetzt nicht Purpur habt, sondern Karmesin. Und dann macht ihr die gleiche Taktik, anstatt mit Paraboladung mit Ableitieb und vielleicht auch mit Flammenblitz. So, ich drücke jetzt die ganze Zeit nur Paraboladung, heil mich immer wieder hoch und werde durch Metronom auch jede Runde stärker. So, wieder Full Life. Das Krasse ist halt bei Paraboladung und Ableitieb, die sind so viel besser als Muschelglocke. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, auf Paraboladung, Ableitieb oder irgendeine andere Attacke zu gehen, die eure KP heilt, dann macht das auf jeden Fall. Cremanzo, glaube ich, hat auch Reueschwert, das würde auch funktionieren. Da müsst ihr dann nur schauen, was ihr macht. Sobald das Schild weg ist, geht er auf Aquaschnitt und würde Cremanzo dann natürlich sehr effektiv treffen. Genau, ich mache jetzt einfach die ganze Zeit weiter Paraboladung, bis ich Terran kann. Normalerweise macht er erst nach der dritten Runde das Schild. Das war jetzt ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht wegen dem Metallsound. Macht aber nichts. Sobald man Terran kann, ist das echt ein Selbstläufer, weil man dann genug Schaden macht. Was ein bisschen doof ist, da ich jetzt hier Olithena habe und mein Elektrofeld weg ist. Aber das ist bei Solo halt immer so ein bisschen Glücksspiel. Ich würde tatsächlich sogar einen Restarten, wenn ihr Olithena dabei habt. Weil das Scheißvieh halt eure Elektrofeld wegmacht und damit habt ihr viel weniger Schaden. Alter, was war das denn für ein Volltreffer? Jetzt trotzdem einmal Terran. Metronom ist jetzt schon bei 4 oder 3. Das heißt 60% mehr Angriff. Mit Terra Elektro werdet ihr sehen, dass der Schaden trotzdem okay ist und man sich wieder full heilt. Wichtig ist halt, dass ihr vor allen Dingen später Aquaschnitt einmal aushalten könnt, weil der ist fast immer Crit ist und dass ihr euch da genug wieder hochheilt. Ah, der Schaden ist vollkommen okay. Na, und wieder Full Life. Jetzt ist halt, die Crits sind egal. Also selbst wenn ihr crittet, ihr sterbt davon nicht. Egal ob Feelender oder Aquaschnitt. Aquaschnitt macht später sogar noch weniger Schaden, auch wenn es Step ist. Obwohl das hier ist Step wegen seinem Käferkopf. Aber ab jetzt ist es einfach nur noch A-Gespamme mit Paraboladung. Es wird nochmal kurz spannend, wenn er Schwertanz drückt. Aber selbst dann wäre er nicht gewonnen hättet. Jetzt ist auch von Elitena die Streusaat weg. Was jetzt eh nichts mehr zur Sache tut, weil das Elektrofeld ja nicht wiederkommt. Schlagbohrer kann er auch noch, stimmt. Aber ihr seht, das macht auch nicht viel Schaden. Selbst mit Volltreffer. Das macht euch gar nichts. Also Miraidon ist echt gut in dem Raid. Ihr seht, der Schaden wird auch immer mehr mit Metronom. Was halt echt schade ist, dass Olithena dabei war. Ihr würdet echt viel mehr Schaden auch von euch ein, zwei Runden sogar sparen bei dem. Ab dem Punkt hier könntet ihr auch nochmal Metallsound machen. Das würde ich euch raten, falls ihr hier jetzt sterben solltet aus irgendeinem Grund. Dann einmal Metallsound drücken und dann wieder Paraboladung. Jetzt kommt hier der Schwertanz. Jetzt kannst du mich nochmal einmal kritisch werden mit irgendwie mit einem Volltreffer. Und Schlag, aber eigentlich killt euch das nicht. Da, Volltreffer, es killt euch nicht. Das solltet ihr eigentlich alles resistieren. Und ab hier einfach nur Paraboladung. Oder wie gesagt mit Koraidon Ableitieb. Koraidon hat halt den Vorteil mit dem Sonnenlicht.
das kann halt nicht weggemacht werden. Außer irgendjemand würde Regentanz drücken, aber habe ich glaube ich noch nie gesehen, dass einer im Solo-Raid einen Regentanz hat. Ich glaube nicht. Und Lipper gibt es auch nicht im Solo, nee, nee. Ja, und das war Admurai. Mit Miraidon relativ easy. Hätte ich nicht gedacht. Garados funktioniert auch. Gastrodon funktioniert leider nicht. Viel zu wenig Schaden und kriegt zu viel Schaden. Was habe ich noch ausprobiert? Windewoge funktioniert. Mit Terra-Typ Feuer und Flammenwurf und Sonntag. Am Anfang Sonntag drücken und dann Flammenwurf. Und ja, das ist Titan Admurai. Solltet ihr Probleme haben mit dem Raid, ich bin ab heute ab 12 Uhr live. Da könnt ihr gerne dazukommen und den zusammen mit mir machen. Werde ich heute den ganzen Tag machen, um ein bisschen zu farmen. Ich brauche wieder Geld. Und jetzt ist natürlich noch spannend, was gibt der für Items? Das zeige ich euch auch noch schnell. Gucken wir mal eben. Fangen den schnell. Admurai ist echt... Ich habe den echt viel schwieriger erwartet. Bin echt glücklich, dass der... Vor allen Dingen, weil sein Schild so klein ist, ne? Das heißt, selbst wenn ihr bei einem nahen Schild einmal sterben solltet, macht er trotzdem noch genug Schaden. Protein gibt's 5-mal, irgendein TM. Ein Pflaster gibt's wieder garantiert. Und Bonbons. Ja, das wäre der Raid. Ich würde mich sehr über ein Like freuen, Leute. Ich werde so ein Video immer bei den Titan Raids machen. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne Follow auf den Kanal da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.